Och nö, sag nicht, die schickt mir so ein großes Ding entgegen. Ja, anscheinend irgendwie schon. Und seine Granaten haben mich direkt getötet. Verdammt, ich dachte, ich könnte hier einfach abhauen. Scheiße. Ja, doof, wenn man im falschen Raum steht. Scheiße, er steht doch im richtigen Raum. Ich stehe im falschen Raum jetzt wieder. Moment mal, was ist jetzt hier kaputt? Der Drucker irritiert mich, oder was das da die ganze Zeit ist im Hintergrund? Dum, 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 dum. Also irgendeinen Track spielt er schon. Oh Gott sei Dank, es geht ja wirklich kaputt. Boah, man sieht die aber auch so verdammt schlecht vom Regime. Dieses Grau in Grau. Zeit, sich vom Acker zu machen. Peng, Kopfschuss von der Seite. Zur Truppentransportrakete. Ja, lauft nur, Regimepisser. Bereit machen
Verfahren für sofortige Evakuierung. Halten Sie die Papiere. Geliebte Mutter, welcome to Winter Resort Aspen. Melden Sie sich bei Ihrem Rettungsfahrzeug. Start in Kürze. Ich wiederhole, an alle hochrangigen Mitglieder des Generalstabs, bereit machen für sofortige Evakuierung. Halten Sie die Papiere. Wo lauft ihr alle hin? Ach du Scheiße. Wirklich, die fliegen jetzt alle mit Raketen weg. Das Regime hat eindeutig zu viel Kohle. Das Regime baut bestimmt keine Fußgängerüberwege für Kröten. Um die zum Tümpel laufen zu lassen. Zwäschelsoda. Brausimonade mit Fruchtgeschmack. Da habe ich noch nie eine dreieckige Dose gesehen. Ah! Achtung, wir brauchen Ihre Fachkunde. Melden Sie sich zum Dienst im Wartungssektor. Halten Sie Ihre Papiere bereit. Immer und überall. Ja, eigentlich wollte ich mich wirklich für den Wartungsdienst nur bewerben. Das ist aber dann alles irgendwie eskaliert. Bei der ersten Kontrolle. Und ich habe eine Atombombe gebaut als Einstellungstest. Ich wollte zeigen, was ich kann. Aber die habe ich auch verloren auf dem Weg inzwischen. Ob noch eine Rakete für mich da ist? Waffe. Schlüssel. Lauf. Fährst du sich nach Hause? Ich dachte, Blaskowitz ist gar kein Amerikaner. Der Name ist so, so Ostblock-mäßig immer. Aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss. Und Diebe und Bettler und Penner. Und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt.
Und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scouts. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die roten nicht. Die roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. Du hast mir doch diesen Ring gezeigt, Mama. Für die besondere Person in meinem Leben. Nun, ich habe sie gefunden. Ich dachte erst, er sagt sowas, was Kinder wirklich sagen. Wofür ist das Glas? Ach nichts, ich habe da nur reingepinkelt und wollte sehen, wie Kaulquappen in meinem Urin sterben. Also was Klassisches. Komm schon, guck mal, Billy. Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Sie ertrinkt. Wahrscheinlich. Rette sie schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte, die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy. Billy, guck mal! Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy! Du hast sie gerettet! Kleines Kerlchen. Wie alt ich da wohl war? War das 1920? 9? Vielleicht 10? Paderborner Wein. Vor allem total super. Jetzt kann die Ratte ihre Mutter beißen und Typhus verbreiten. Aber es kommt ja nicht durch den Biss. Es war... Nee, ist auch 1944 Zeitung. Oh, Nazi-Gold auf meiner Farm. Ich meine Regime-Gold. Vom Raketoped. Franks Brief. Was zum Teufel ist da los mit dir? Ich habe dir so oft gesagt, dass es Konsequenzen haben würde, wenn du dich nicht um deine Angelegenheiten kümmerst. Deine finanziellen Probleme geraten immer mehr außer Kontrolle. Ich bin schon verdammt lange dein Freund. Ich bin öfter für dich eingestanden, als ich zählen kann. Ich habe dir jedes Mal geglaubt, wenn du mir versichert hast, dass du dich um deinen Kram kümmern würdest. Dass du wieder auf die Beine kämst. Und? Hast du dich dran gehalten? Zum Teufel, nein, Mann. Hast du nicht. Du hast einfach jede verfluchte Gelegenheit in den Wind geschlagen, die ich dir gegeben habe. Und genau aus diesem Grund läute ich jetzt die Totenglocken für die Freundschaft. Leb wohl und sprich nie wieder mit mir, Frank. Es ist keine Physik in diesen Ketten. Aber echt ein schöner Zufall, dass wir an der Farm vorbeikommen. Einfach mal so. Jetzt werde ich auch merkwürdig, weil ich mir den Baum ansehe. Obwohl das der Baum, wo ich mit der schwarzen Dame korpuliert habe, als ich 8 war. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das war früher normal.
Billy? Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Ich flüster es. Ich finde dich total süß und ich mag dich. Ob du irgendwo da draußen bist, Billy. Schlägst dich immer noch durch die Welt der Lebenden. Soll ich dir auch ein Geheimnis erzählen? Bevor ich die eine Ratte gerettet habe, habe ich 50 andere ertränkt. Es gibt zwei Optionen. Entweder ich zahle viel Geld für eine neue Taschenuhr, oder du steigst in den Brunnen und holst sie raus. Eine neue Taschenuhr? Achso, das war wahrscheinlich eine alte Erinnerung. Toll. Haben heute auch wieder keine Zeitung geliefert. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Und diese Kindheit wäre aber nicht der gute Nazi-Jäger geworden, der er heute ist. Beziehungsweise Regimekämpfer. Tante Wilmas Brief, liebster Rip, ich hoffe, du hältst dich und kooperierst mit unserer neuen Verwaltung. Ich muss sagen, dass die Dinge im Moment sehr gut für uns stehen. Das Regime hat deinen Onkel einen neuen Arbeitsplatz versprochen, als Hausmeister in der neuen Zentrale der Spezialeinheiten im Stadtzentrum. Er ist unheimlich aufgeregt. Die neue Stelle unterscheidet sich zwar sehr von seinem Posten als Maschinist, den er vor einigen Jahren innehatte, bevor er entlassen wurde, aber sie reicht zum Leben. Und wie geht es Sophia? Oder Sophia? Sophia, Ich kann mir vorstellen, dass sie sich aufgrund der neuen Umstände große Sorgen macht. Das Regime macht angeblich Jagd auf Abweichler. Ich wette, wenn sie kooperiert, wird alles gut. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass wir dich diesen Sommer wieder besuchen können. In Liebe, Tante Wilma. Herr Rip Blaskovic, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten. Je mehr Informationen Sie uns über Abweichler, deren Aufenthaltsort und Ähnliches geben können, desto höher die Belohnung für Ihre Loyalität. Möglicherweise wartet sogar ein neues Haus auf Sie. Schon bald werden zahlreiche Häuser leer stehen, in die all jene einziehen können, die sich uns gegenüber als loyal erwiesen haben. Ich werde mich um diesen Frank und diesen Archie bald kümmern, die Ihnen Probleme bereitet haben. Ich freue mich darauf, bald wieder von Ihnen zu hören, mein Kanzler. Erik Wechsler. Oh, der hat seine Freunde verraten. An das Regime, der Vater von Blaskovic. Ich muss sagen, meine Stimme ist total jetzt weg. Es tut auch weh beim Sprechen schon. Deshalb werde ich gleich Feierabend machen. Oh nein, der Keller, wo ich den Hund erschossen habe. Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du.
Ich schwöre, ich werde ein guter Junge sein. Noch mehr Gold. Oh, ein Waffen-Upgrade-Kit. Ich finde doch bestimmt den Ring meiner Mutter jetzt gleich noch, oder? Ich habe versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich habe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten? Die einzige halbwegs normale Kindheitserinnerung. Für alle Kinder, die eine Waffe hatten als Kind. Ich glaube, ein Penner hat hier gehaust, auch zwischendurch mal. Wo keiner mehr hier war.